Ja, wir sind zurück in München und sehen hier die ersten Würfe des Endspiels im Masters zwischen Chris Barnes und Patrick Allen. Patrick Allen fängt an mit einer 8. Das Ölmuster, wir haben es ja schon so oft erlebt und gerade nach dem Programm, wenn Sie das vergangene Woche verfolgt haben, wo ja sämtliche PBA-Ölmuster gespielt wurden, wollen wir auch darauf kurz eingehen. 52 Fuß lang das Ölmuster. Das ist übrigens eine Fehlinformation, die wir da bekommen haben. Ah ja, wunderbar. Schön. Ja, hervorragend. Ne? Also es wurde gespielt auf zwei unterschiedlichen Pattern. Das eine war 38 Fuß und das andere war 45 Fuß. Gut, also nicht und mal zusammengerechnet ergibt es 52. Nein, also da hat man uns leider viel informiert. Aber deswegen haben wir ja auch dich dahin geschickt, dass du dir das anschaust. Ja, genau. Ja, ja. Also es war wirklich... Ich meine, ich habe in der Halle nun selber auch schon einige Wettkämpfe gespielt und habe zugeschaut jetzt im Finale. Und nicht nur, dass die Ölmuster an sich schon schwierig genug sind. Die Halle hat halt topografische Gegebenheiten, die es sehr, sehr schwierig machen, da konstant hohes Niveau zu halten. Und insofern haben gerade diese Jungs natürlich größtenteils dominiert hier. Also unsere Pros waren da wirklich... bärenstark. Aber wir sehen es hier ansatzweise, während Chris Barnes hier den nächsten Strike auf die Bahn pflastert. Brandneue Anlage, riesig groß und man kann es nur jedem empfehlen, wer mal in München ist und Bowling interessiert ist, sich mal den Dream Bowl Palace in Unterföhring anzuschauen, da mal einige Bälle zu spielen. Das ist wirklich, ja, nicht umsonst gilt der Dream Bowl Palace als die modernste und beste Anlage Europas derzeit. Und das ohne Zweifel. Also das kann man definitiv so bestätigen. Ich habe nur auch schon fast alles gesehen in Europa. Und das, was Familie Knöbel da hingezaubert hat, ist schon einmalig. Wobei man sich jetzt nicht täuschen lassen darf. Im Hintergrund sehen wir Tribünen, die sind natürlich speziell für die Weltmeisterschaft aufgebaut worden. Die Halle ist super groß, geräumig, wirkt einfach gemütlich. Und das lohnt sich schon. Also es bringt schon alleine was. Ich durfte bei der Eröffnung da sein und es ist schon alleine eine Erfahrung wert, mal eine Bowlingbahn, eine Bowlinganlage von dieser Größe zu sehen. Weil ich glaube 52 Bahnen. 52 Bahnen ohne einen einzigen Pfeiler, eine freitragende Riesenhalle über drei Ebenen. Also es ist schon spektakulär. Ja, jetzt am Wochenende würde sich anbieten, am kommenden. Denn da spielt die erste Bundesliga da. Und wer ist da wohl dabei? Ich. Naja, auch Oscar Palermo, der spielt für Kassel, Paul Moore spielt für Kassel. Also da sind auch ein paar Leute, die man aus der europäischen Bowling-Szene kennt, dabei. Also Chris Barnes, wir haben es gerade gesehen, nachdem er mit einem flockigen Hambone begonnen hat, also vier Strikes in Folge, dann der Open Frame im fünften. Und auch Patrick Allen hatte so seine Problemchen. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also die Bahnen waren alles andere als einfach. Aber Patrick Allen hat sich halt bis hierhin durch gar nichts beirren lassen in diesem Masters-Finale der besten 16. Chris hier schon wieder mit einem Split. 4-9 diesmal. Auf gar keinen. Der Wurf war gar nicht so schlecht. Also Patrick Allen hat hier bis zu diesem Finale nicht ein einziges Spiel gespielt. Und es wurde die ganze Zeit Best of Five gespielt. Und der hat nicht ein einziges Spiel verloren in den ersten drei Runden. Ah, verloren meintest du, okay. Ja. Weil du gesagt hast, er hat nicht ein einziges Spiel gespielt. Ja, das hätte mich überrascht, wie schön, er dann ins Finale kommt. Er wurde ins Finale gesetzt, genau. Genau. Ja, jetzt strauchelt der Chris hier ein wenig. So gut begonnen. Gibt Patrick die Möglichkeit noch mal ranzukommen, aber jetzt zumindest der Räumer. Das ist Rod Ross, der Head Coach der Amerikaner. Auch ganz interessant, die Moderatorin, die wir vorhin sehen und hören durften, Andrea Mürschel, eine der erfolgreichsten deutschen Bowling-Spielerinnen, die wir je hatten, hat allerdings leider mittlerweile ihre Karriere beendet. Wow. Der lief richtig gut eigentlich, sah richtig gut aus, dieser Wurf.
Ja gut, Achterpin natürlich kein Problem. Chris Barnes schon 12 Titel auf der PBA Tour geholt. Bei Patrick Allen ist es genau einer mehr, 13. Also die beide nehmen sich grundsätzlich vom Können nichts, sind auch zwei der ja, Superstars, könnte man schon sagen, in der PBA. Auf alle Fälle, beide schon Spieler des Jahres gewesen. Aber das ist halt, wie du das vorhin angedeutet hast, im Prinzip schicken die Amerikaner jetzt zum zweiten Mal ein Dreamteam zur Weltmeisterschaft. Und völlig überraschend, 6 Goldmedaillen wurden vergeben. 5 gingen an die Amerikaner. Ja, das war dann ähnlich erfolgreich wie der Auftritt des Dreamteams im Basketball bei den Olympischen Spielen, wo dann regelmäßig die NBA-Profis geschickt werden, die dann ja meistens wenig Mühe haben, wenn sie sich konzentrieren und verstehen, da die Goldmedaille zu holen. Ja. Beide, die wir hier auf der Bahn sehen, haben schon in der PBA gut über 1 Million US-Dollar an Preisgeldern eingesackt. Chris Barnes hat ja auch hier in Unterföhring 300 geworfen im Laufe der Weltmeisterschaft. Aber dieses Spiel lässt er sich nicht mehr nehmen. Man muss allerdings auch sagen, Chris Barnes hatte in der abgelaufenen PBA-Saison so seine Problemchen. Konnte nicht ein Turnier gewinnen, nicht einen Titel holen. Seit dem Jahr 2000 das erste Mal, dass er sich nicht einen einzigen Titel holen konnte. Aber hier hat er auf jeden Fall im Best-of-Five-Modus das erste Spiel gewonnen, 213 zu 188. Kurze Pause.